Beim Soleus-Slouch geht es jetzt darum, die Energie des Fußes hin auf die Wade hin zu übertragen. Also wenn du die Übung richtig machst, soll zum einen die Wade sehr stark brennen, zum anderen auch die Hüfte und die Gesäßmuskulatur ganz gut arbeiten. Du startest bei der Übung, indem du ein Knie oder ein Fuß belastest und das Knie erstmal dominant nach vorne schiebst. Das kannst du so machen, dass der Fuß stehen bleibt, über die Ferse belastet, den Zehen locker, Knie nach vorne geschoben. Und ein Test für dich wäre jetzt, indem du den Fuß anhebst, das wäre so die richtige Position. Allerdings, um ein bisschen mehr Stabilität zu entwickeln, senkst du einfach den Fuß ab, sodass du im Prinzip hier stabil bleibst. Spitzer Kniewinkel, Oberkörper ist zunächst aufrecht, Gewicht ist auf dem Vorfuß verlagert. Von da aus rundet jetzt dein Oberkörper ein. Dein Kniewinkel bleibt allerdings derselbe, genau wie der Hüfte. Der Popo bleibt oben und du senkst dich nach unten hin mit den Füßen ab. Jetzt kommt Folgendes: Der Druck wird jetzt über den Mittelfuß initiiert und du schiebst die Hüfte mit dem Druck des Fußes nach oben, einmal nach vorne. Ohne dich jetzt komplett aufzurichten, dann merkst du auch schon dein Gesäß. Der Druck ist allerdings immer nur auf dem Vorfuß verlagert, okay? Hüfte und Knie bleiben permanent gleich, Fuß flach auf den Boden, Mittelfuß drückt dich vom Boden ab. Von da aus geht der Oberkörper wieder nach unten, Hüfte und Knie bleiben in derselben Bewegung und du schiebst über den Fuß die Hüfte wieder dominant nach vorne, Knie und Hüftwinkel bleiben gleich. Als Tipp kannst du dir wieder eine Socke unter den Mittelfuß legen, nur ganz leicht, dass für dich klar ist, dass du mit über den Mittelfuß drückst. Und dann heißt es auch hier wieder Knie nach vorne, Gewicht ist auf dem ganzen Fuß, stabilisieren, einrunden und durch den Vorfuß nach oben drücken und die Hüfte nach vorne schieben, okay? Dass alles Gewicht auch immer auf dem Vorfuß bleibt. Viel Erfolg und Spaß!